Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute mit einem neuen Video mit Tunic, allerdings ein kurzes Video, denn ich finde, dass der Boss bzw. die Bosse in der Kathedrale unten im Keller doch relativ schwer sind. Also für alle, die da Probleme haben, kommt dieses Video, denn ich habe eigentlich eine ganz gute Art gefunden, wie man die am besten dezimiert, ohne so viel Schaden zu nehmen. Wenn ihr euch daran haltet, glaube ich, müsstet ihr das relativ safe schaffen. So, fangen wir doch mal an. So, ich will euch noch mal was zeigen. Und zwar, wie ich das hier gelöst habe. Ich habe dafür einige Anläufe gebraucht, aber für mich einen guten Weg gefunden, wie man es wirklich gut schaffen kann. Es ist frustrierend, wenn man das erste Mal hier reinkommt, weil ich glaube kaum, dass jemand das beim ersten Mal geschafft hat eigentlich. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber dafür gibt es ja Hilfe von mir. Ich zeige euch das. Ich fange mit diesen an, weil ich für diese meistens immer 4 Schläge brauche. Und ich die mit meiner Dreier-Kombo nicht gleich killen kann, versuche ich erstmal das Leben von dem ein bisschen wegzumachen. Warte auf den nächsten. Warte auf den nächsten. So, und jetzt? Jetzt sind es zu viele, jetzt werden es immer mehr. Jetzt warte ich einfach nur ab und hau einmal zu, wenn sie kommen und lädt ihn die weg. Und so mache ich das die ganze Zeit. Ich warte, bis sie kommen, dann hau ich ab. Ich hau einen Schlag und weg. Einen Schlag und weg. So, und das mache ich die ganze Zeit. Das ist ein bisschen langweilig, aber funktioniert irre gut. So. Wir müssen nur aufpassen, dass man nicht eingezingelt wird. Und jetzt kommt auch gleich noch ein Großer. Der Große ist aber auch nicht so schlimm. Also der macht eigentlich nichts anderes als die anderen. Ihr müsst nur auf eure Ausdauer aufpassen, dass ihr immer wieder zwischendurch laufen könnt. Und am besten ist es natürlich, wenn ihr mehr auf einmal trefft. So wie jetzt. Bam und zurück. Genau. Dann dauert es noch nicht ganz so lange. Und wieder zurück. Und schnell zurück, bevor der zuhaut. Der Große, wenn der zuhaut, dann seid ihr erstmal ein bisschen... Schwingt ihr erstmal ein bisschen. Fallt ihr auf jeden Fall auf ordentlich hin. So, pass auf. Da ist einer schon wieder weg. Da auch wieder weg. Oh, jetzt müssen wir. Oh, oh, jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Oh. So, müssen wir kurz laufen und ein bisschen Leben holen. So, nochmal einmal. Nicht einkesseln lassen. Jetzt werden sie immer weniger, ne? Oh, jetzt hat er mich erwischt. Okay, nochmal was trinken. So. Und ja, ist auch weg. Gut. Dann nehmen wir ein bisschen Leben. Keine Angst, ihr könnt das Leben ruhig verbrauchen. Wir füllen es nachher wieder auf. Jetzt kommen die Magier. Die Magier sind schwierig, aber wenn man eine bestimmte Taktik benutzt, geht es eigentlich. Wir rennen wieder runter, versuchen einen Magier zum Beispiel gleich zu Beginn schon ein bisschen platt zu machen. So, haben wir nicht ganz platt gemacht, macht aber nichts. Jetzt müssen wir nämlich nur diesen Kästchen ausweichen. Und wieder die Kästchen ausweichen, das ist das Wichtigste. Oh, jetzt haben wir es nicht geklappt. Gehen wir in die andere Richtung. Der ist tot. Und wieder den Kästchen ausweichen. Den Kästchen ausweichen. Und wieder laufen. Einer ist wieder weg. Kästchen ausweichen. Wieder laufen. So. Und wieder den Kästchen ausweichen. Wie ihr seht, können wir die eigentlich jetzt relativ zügig platt machen. Okay, den haben wir noch nicht geschafft. Kästchen ausweichen. Zack. Und den letzten holen wir uns auch. So. Easy peasy, wie ihr seht. Wir haben nicht mal Leben verbraucht. Und dann holen wir uns diese hier. Die sind eigentlich nicht schwierig. Die sind nur nervig. Aber wenn ihr das genauso macht wie ich, geht es eigentlich ganz gut. Ihr wartet hier unten, bis die ersten auftauchen. Und schießt mit euren Feuer. Wie nennt sich das? Bevor die halt auf euch schießen, natürlich. Dann sammelt immer wieder die Magie ein. Denn die wollen wir ja wieder auffüllen. So. Kriegen wir da hinten noch? Ne. So, aber so können wir fast unsere Magie wieder bis nach oben hin bekommen. Also nicht nur fast, ich glaube, wir kriegen es sogar hin. So. Das war's. Und wie ihr seht, ist die Magie fast voll. Gut. Der nächste Hyopai, die neuesten Hyopais sind diese hier. Wir können auf jeden Fall unser Getränk nehmen
Und das ist eigentlich egal, welchen wir nehmen. Ob wir den oder den nehmen, die sind beide easy. Hier haben die bloß ein Schild und ein Schwert. Und hier halt nur ihre komischen Dagger oder ihre kleinen Messer. Wir können aber direkt runtergehen und warten, bis sie auftauchen. Und schnappen uns den ersten gleich und machen den platt. Und das machen wir mit allen hier, die jetzt kommen. Oh. Ja. Lass die ruhig erst zu uns kommen ab und zu, das macht auch nichts. Weil eigentlich haben die keine Chance. Die Großen, die könnt ihr euch mit der Kralle holen. Und dann könnt ihr die mit zwei, drei Schlägen platt machen. So. Ihr seht, den Großen holen uns ran. Und hauen den mit drei Schlägen tot. So. Ganz leicht. Das gleiche passiert nicht auch bei dem hier. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber euch jetzt schon mal das Leben holen. Das können wir mal machen. Dann könnt ihr schon mal auffüllen. Wie ich jetzt gerade trotteligerweise so viel verbraucht habt. Sammelt ihr das ein. Alle eure Flaschen werden aufgefüllt. Und ihr sammelt auch noch die ganzen Herzen ein. Sammelt ihr die Herzen nicht ein, könnt ihr auch den nächsten Kampf nicht starten. Nur mal so nebenbei. Wir schnappen uns jetzt diese Typen. Die haben nur Schutzschilde. Haben aber das gleiche Problem wie die mit den Messern am Anfang. Wenn wir die am Anfang schnappen, können wir die relativ schnell zügig dezimieren. Drei Schläge. Warten wir, wo die auftauchen. Da haben sie keine Chance, ihr Schild hochzuheben. So, der letzte taucht hier unten auf. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr den eigentlich relativ schnell bekommen. So. Oh, okay. Jetzt müssen wir das Schutzschild nehmen, weil jetzt haben die... Jetzt müssen wir es nur so machen eigentlich. Wenn die hauen. Und weglaufen. Oh, weg hier, weglaufen, sonst verlieren sie uns noch. Einmal ein Leben nehmen. Oh, da hat uns gedrückt. Aber was macht nichts. Dann nehmen wir das Schild nach vorne. So, auch geschafft. Kein Problem, oder? Kein Problem. So, jetzt haben wir ein Problem. Denn jetzt kommen die, wie soll man sagen? Die Gartenritter. Und das kommt zwei an der Zahl. Ihr könnt aber den ersten Gartenritter auch relativ schnell killen. Den können wir hier auf Eis stellen, dass wir die einfrieren können. Aber der zweite Gartenritter, der kommt, der tötet den ersten auch. Ihr könnt natürlich auch warten, bis der auftaucht. Aber ihr könnt diesen hier auch relativ schnell dezimieren. Dazu geht ihr wieder hier runter. Stellt euch direkt hier hin ungefähr, so einen Zentimeter über diesen Punkt da. Und dann haut ihr zu, wenn er kommt. Falls ihr jetzt noch am Garten weglaufen, dann könnt ihr jetzt holen. So, dann ist der weg. Jetzt kommt der zweite. Der zweite ist eigentlich genauso leicht, nur ein bisschen nerviger vielleicht. Weil er diesen letzten Move noch macht. So. Das war's. Ist nicht so schwierig gewesen, oder? Ich meine, jetzt haben wir dafür ungefähr 8 Minuten gebraucht. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr wisst jetzt auch, wie ihr es machen sollt. So, hier geht's direkt weiter mit der Geschichte jetzt erstmal. Gehen wir rauf. Gucken, was passiert. Ein Fragezeichen. Was passiert damit los? Wir wissen es nicht. Oh, das war's. Können wir wieder zurückgehen. Können wir nicht. Wo sollen wir denn hin? Ach, guck mal. Jetzt kann ich so, mich so blitzen, irgendwo hinblitzen. Das ist ja cool. Okay. Ah, okay. Cool. Das ist schon mal wieder was Nettes. Oh, guck mal, hier können wir rausgehen und zu diesem Punkt gehen. Gucken wir, was passiert. Ach, jetzt sind wir im Heldengrab. Ich glaube, im Heldengrab können wir aber nichts machen. Ja doch, jetzt können wir da rüberkommen. Aha. Was ist denn das?
Da kriegen wir unsere Fähigkeiten wieder. Seht ihr das? Aha. Das ist natürlich cool. Aber dafür müssen wir natürlich die anderen Dinge auch noch finden. So. Das ist natürlich cool. Gut. Aber ich würde sagen, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und bis dahin. Tschüss.